Verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Okay, ich dachte, wir fangen jetzt an hier mit diesem Monolithen, aber anscheinend können wir den trotzdem noch nicht entziffern. Gut. Dann hat sich das und wir gehen weiter. In diese Richtung. Dann müssen wir noch ein bisschen mehr entziffern. Hallo, du kannst auch mit uns reden. Viel los heute. Kukulkan hat zwar Wohlstand versprochen, aber viele bringen eigene Opfer. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal probieren will. Holz, ja. Hier ist nochmal ein Lager. Okay, 3 Fähigkeitenpunkte. Da kann man diesmal tatsächlich wieder was erlernen. Ich nehme jetzt mir das. Das ist eine Herausforderung. Teile angucken, ansehen und so weiter und so fort. Bla bla. Hier ist ein Überlebensversteck. Jetzt hoch. Da ist der Junge. Unuratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor. Das wollte ich nicht. Und Unuratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen. Nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie nicht äußern. Tja, du äußerst sie aber und du bist noch nie im Grab. Wer weiß. Wo geht das hier hin? Ich bin neugierig. Zumindest im Moment. Ist nochmal Jaro. Was haben wir denn hier? Weihrauchbrenner, ein zeremonielles Räuchergefäß. Die Azteken verbrannten in solchen Gefäßen Weihrauch, um mit den Göttern zu kommunizieren. Es riecht immer noch nach Kupal. Also manchmal, das nervt wahnsinnig. Was steht denn hier geschrieben? Erzähl es uns, Lara. Der Gipfel dieses Berges verschwindet in dichten Wolken. Was die beiden kleineren Hügel an den Seiten des Berges darstellen sollen, ist mir allerdings ein Rätsel. Okay, der Berg mit der silbernen Krone und den Zwillingen. Das hatten wir doch schon. Aber gut. Was geht hier noch los? Hier oben waren wir noch nicht. Oh, wieder? Was? Wie bitte? So, und hier haben wir zum Wandern verdammt. Die Beschützer haben versagt. Und sind jetzt dazu verdammt, das Verlorene zurückzuholen. Da gibt es gerade irgendwie so keinen Sinn. Injom Bilagwit! Begleiter Anek Binchuk? Bey!
Also Kukulkans Kult ist hier halt sehr präsent. Man sieht es auch an den hauptsächlich roten Farben. Itzamna ist der Sohn von Hunabku, dem Schöpfergott der Maya. Als Gott der Bildung war er für die Erfindung der Schrift und Bücher verantwortlich, was ihn zu einem wesentlichen Faktor in der Entwicklung der Maya-Kultur machte. Er war außerdem der Gott der Landwirtschaft. Er schuf den Ackerbau und wachte sogar über die Ärzte, die die Menschen mit Hilfe seiner glühenden Hand heilten. Itzamnas Aussehen ist normalerweise das eines Reptils, aber man kannte ihn auch als Kinichahau, einen Feuerara, der für die Zahl 4 stand und für Dürren und Krankheiten verantwortlich war. Entschuldigung. So. Was verbirgt sich hier drin denn noch? Ressourcen, die man mal wieder nicht mitnehmen kann. Oh, noch ein Text. Und wir haben unseren Dialekt. Die Paltizianer schlossen untereinander Frieden und folgten Iskayawa nach dessen kürzlichem Aufstieg zum Herrscher zu einem Ort in den Bergen, um dort neu anzufangen. Sie waren überzeugt, sie würden die Fehler ihrer Vorgänger nicht wiederholen. Ich glaube, das ist halt ein Teil der Geschichte, dass die Menschheit ihre Fehler immer wiederholt. Aber ja. Die Maske des Feuergottes. Diese Maske weist aztekische Einflüsse auf und ist mit verschiedenen in der Umgebung von Paititi heimischen Objekten verziert. Gut. Wo bin ich denn jetzt hier? Wow. Ja, irgendwann komme ich unten an bei dir, Junge. Irgendwann. Aber hier ist noch mal was. Ein Reihe-Dokument. Haben wir hier Heilkräuter, noch mehr Kräuter. Sakasa? Von uns ist das Dokument, aber ich wüsste nicht, wie ich da jetzt gerade reinkomme. Denn auf der anderen Seite drüben ging es nicht rein. Und von da bin ich reingegangen. Hier hatte ich eigentlich alle Dokumente. Ärgerlich. Das zum Beispiel sieht danach was aus, was man abschießen kann. Wie kann ich da rein? Vielleicht dauert es auch einfach, manche Bereiche werden erst später freigeschaltet. Mal gucken. Dafür habe ich nicht genug Platz. Yay. Dann erzähl uns mal was darüber, Lara. Was haben wir denn hier? Schulter an Schulter stellten sich Maya und Inka ihren Brüdern entgegen. Auf der einen Seite jene, die sich einen Rückzug und Neubeginn wünschten, auf der anderen diejenigen, die expandieren und benachbarte Gebiete einnehmen wollten. Ja,
Und da gibt es wieder die Mutigen, die alles erforschen wollen und die, die teilweise halt auch feige sind oder bequem und einfach das behalten wollen, was sie haben. Ein Bericht über die Abkommen zwischen zwei Völkern. Die Brandrodungen, die die Maya beim Ackerbau einsetzten, erwiesen sich für das hiesige Land als ungeeignet und führten schon bald zu einer Lebensmittelknappheit. Um nicht zu verhungern, schlossen sie ein Abkommen mit den einheimischen vorinkaischen Stämmen, das ihnen neue Verfahrensweisen und Saaten einbrachte. Als erstes trafen die Kaufleute mit neuen Waren ein, gefolgt von den Bauern mit neuen Saaten und Techniken. Später kamen immer mehr der Fremden nach Paititi und übernahmen schließlich die Kontrolle über die Verwaltung der Stadt. Okay, man will sich aber eigentlich halt nicht unbedingt zugucken, wie Fremde die eigene Stadt übernehmen. Ja. Hopp, hopp und... Geht doch. Wow. Die Aussicht. Hammer. Abseilen. Es ist hier so verschachtelt, das ist Hammer. Zeremonienfackel. Dieser Stab hat einen improvisierten Steinschlossmechanismus, der dem europäischer Schusswaffen ähnelt. Die Kultistenpriester müssen ihn bei ihren Zeremonien benutzt haben, um die Menge in Ehrfurcht zu versetzen. Wow. Dass sowas nötig ist? Ich jetzt? Hier ein Herausforderungsgrab? Wie komme ich hier runter? Indem wir einfach springen. Neues Basislager, Herausforderungsgrab, alles auf einmal wieder. Ach, dabei wollte ich doch... Ja, natürlich, ich wollte erkunden, aber eigentlich dachte ich auch... Ichtaka vom Kult von Kukulkan gelobt sein Leben mit dem von Yutu, einer Nachfahrin der Maya, zu verbinden. Da er selbst keine Familie hat, wird Ichtaka so lange bei Yutus Eltern leben, bis sie sich ein eigenes Heim aufgebaut haben. Yutu gelobt ihr Leben mit dem von Ichtaka zu verbinden. Sie wird ihm viele Kinder schenken, die sie im Einklang mit den Bräuchen ihrer beider Völker erziehen werden. Okay. Hier geht's zum Herausforderungsgrab. Da ist nochmal ein Buch. Ein Bericht über eine Seuche schon wieder. Wir verlassen die Stadt bei Tagesanbruch, was gut ist, da in ihr eine schreckliche Krankheit wütet. Tote und Sterbende säumen die Wege und verstopfen die Flüsse. Viele sagen, das sei eine Strafe der Götter. Tagebuch von Adelantado Perez. Aber von Trinity war er. Erkunden Sie, um den Eingang zu finden. Ich will vielleicht nicht den Schwalbensprung machen. Ich bin mir sicher, ich habe hier gerade ein Dokument oder so. Man kann über ein Haus da auch rein. Das ist jetzt schon cool. Oder war das jetzt hier der Ausgang? Was es irgendwie noch cooler macht.
ein Dokument. Ein Dorfbewohner behauptet, er hätte auf den Straßen eine seltsame Kreatur gesehen. Er folgte ihr bis in eine ummauerte Gasse, wo sie verschwand. Eine Bürgerin berichtet von einem ähnlichen Erlebnis in der Oberstadt. Sie ist aufgewacht, als etwas versuchte, durch ein Fenster im ersten Stock zu klettern. Als sie schrie, ließ es sich auf die Straße fallen und verschwand. Ich bleibe an der Sache dran. Das wird sich wahrscheinlich durch das Wasser bewegen. Ishik, willst du eine Geschichte hören, die meine Mutter mir immer erzählte? Liebend gern. Du hast sicher die Becken in der Stadt bemerkt, oder? Weißt du, warum sie existieren? Nein, warum? Einst hatten wir eine sehr eitle Königin. Sie ließ diese Becken ausheben, damit sie stets ihr Spiegelbild sehen konnte, wenn sie durch die Stadt ging. Eines Tages kniete sie an einem der Becken, als ein Fisch auftauchte. Sie wurde sehr wütend. Das Kräuseln des Wassers hatte ihr Spiegelbild zerstört. Als die Königin den Fisch fangen wollte, fiel sie in das Becken und verschwand. Sie verschwand? Auf der Suche nach ihr wurden viele Gänge zwischen den Becken entdeckt. Sie aber blieb verschwunden. Es heißt, die Königin würde noch immer versuchen, den Fisch zu fangen. Danke. Eine interessante Geschichte. Ich muss halt ehrlich gestehen. Hier ist es heraus. Wir haben das Lagerfeuer beim Herausforderungskampf, denn ich wüsste jetzt wahrscheinlich nicht mal mehr, wie ich dorthin komme. Das beschreibt etwas in der Nähe. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes. Und sie haben mich mit sich genommen. Okay. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ist irgendwas? Ja. Ja. Irgendwas hier an den Kamelen. Ich will da jetzt nicht komplett nachlaufen. Ja, nee, ich will jetzt mit der Hauptsache ein Stück weitermachen. Wenn ich... Ach, wo bin ich jetzt schon wieder? Oh, ich bin auf der anderen Seite von der Stadt wieder. Ach. War auch nix. Da war er doch. Aus dem Weg. Hey. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es? Außerhalb von Paititi. Naja, da anders. Gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Nein, noch nicht. Okay, wir sind jetzt schon dabei, die Schatulle zu finden. Cool. Eine zeremonielle Flöte, die bei Menschenopfern gespielt wurde. Der Klang dieses Instruments in Form eines Totenschädels wurde mit den gequälten Schreien der Sterbenden und Toten verglichen. Es heißt, sein schriller Klang würde den kürzlich Verstorbenen einen Weg in die Unterwelt ebnen. Die Todesflöte kam außerdem als Kriegsinstrument zum Einsatz, dessen Töne unwissende Feinde mit Furcht erfüllen sollten. Das Ding ist ekelhaft. Und alles, wofür es steht, ist ekelhaft. Aber okay. Wir sollen in diesem Computerspiel den Geruch des Todes finden. Die zunehmende Bevölkerungszahl und kurzsichtigen Planungen bescherten der Ansiedlung etliche Probleme.
Bauern rodeten den Dschungel, um die fruchtbaren Flussufer für den Anbau zu nutzen, was bei den ersten starken Regenfällen zu verheerenden Überflutungen führte. Die Jäger erlegten zu viel Wild und mussten deshalb immer weitere Wege in Kauf nehmen, um Fleisch zu beschaffen. Verschiedene Gruppen, die über die Kontrolle über die Ansiedlung stritten, führten oft heftige Debatten darüber, wie diese Probleme am besten zu lösen wären. Also ganz normale Politik. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alle wollen sich hier Anführer sein und bei den Problemen, weil es Probleme gibt, will aber keiner dafür gerade stehen. Ja, ja. Okay, wir dürfen hier zumindest schon wieder unseren Bogen benutzen. Unsere Schusswaffen haben wir nicht wieder gekriegt. Was? Dann fangen wir mal an. Was haben wir denn hier? Das war bestimmt mal eine beeindruckende Waffe. Sie muss unglaublich oft benutzt worden sein, um sich in einem solchen Zustand zu befinden. Es ist irgendwas an der Kante. Aber der Winkel ist viel zu klein, als dass man das kriegt, was die wollen. Och, lass mich doch in Ruhe, ich krieg's nicht hin. Alles klar. Seilen wir uns mal ab. So. Das ist ja noch einfach. Noch einfach. Ja, mir fehlt uns immer noch das verbesserte Messer. Und wir haben wieder ein Lager gefunden. Aber Lara möchte immer noch nicht mit uns reden. Da außen kosten die Sachen schon wieder 3 Skillpunkte. Mehr Ressourcen, erhöhte Chance, seltene Tiere zu finden. Vielleicht sollten wir uns auch mal Fallen anzeigen lassen. So. Und was ist das hier? Anmut der Krähe. Erzielen Sie durch Falschen bessere Preise bei den Händlern. Finde ich jetzt nicht so wichtig. Okay. Ob wir die Kammer des Todes bald erreichen und was wir dort vorfinden werden, das könnt ihr in der nächsten Folge sehen. Ich weiß, es ist gerade zwar diese Folge jetzt nicht so viel los, weil wir halt viel die Stadt erkundet haben und uns so ein bisschen drumherum das alles angesehen haben. Aber jetzt geht es erstmal mit der Hauptstory weiter. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.